Also es war so, dass wir die Rechnung, die Jahresabrechnung gekriegt haben im Februar und wie fast der Schlag getroffen hat, weil es einfach wirklich so hoch war und ich mir dann gedacht habe, wo dieser Mehrverbrauch herkommt und ich das dann eigentlich meinem Mann in die Schuhe geschoben habe, weil wir ein neues Aquarium gekriegt haben vor 2 Jahren und das ist 1,60 Meter lang, hat 2 Pumpen, hat eine Beleuchtung, die ein ganzes Jahr läuft, hat natürlich auch eine Heizung, die ein ganzes Jahr läuft und ich dann gesagt habe, das ist sicher das Aquarium. Und er mir dann gesagt hat, nein, das ist sicher dein Pool im Garten, weil du hast auch eine Pumpe und die läuft genauso, das braucht genauso viel. Und es ist dann eigentlich in einer Challenge ausgeartet, die ich gewinnen wollte, indem ich sage, mein Pool ist billiger. Und deshalb habe ich bei der Salzburger AG angerufen und es ist ein Energieberater zu uns ins Haus gekommen und hat vor Ort die Energieberatung gemacht. Den Ausgang der Challenge, den darf ich etwas später verraten. Ich möchte Ihnen heute aber auch weitere Gefahren oder Chancen für einen Mehrverbrauch, für einen unnötigen Mehrverbrauch zeigen. Eine der Möglichkeiten sind Fenster und Türen, undichte Fenster und Türen. Hier kann sehr viel Wärme entweichen, was nicht sein muss. Was kann man tun? Fenster abdichten, hier gibt es von der Salzburger AG eine Aktion, die den Kunden dabei hilft finanziell, oder im Fenster und Türen, wenn es ist, auch tauschen. Und das Licht ist eine weitere Möglichkeit, Strom zu sparen oder unnötig Strom zu brauchen. Glühlampen sind wirklich nicht mehr der Stand der Dinge, sondern LED. Sie sollten überall im Haushalt eingesetzt werden. Außerdem sollte man Licht nur dann verwenden, wenn man es braucht, also nicht dauerbeleuchtete Gänge, wo sich keiner bewegt. Neben dem Licht gibt es auch sogenannte Bereitschaftsverluste von Fernsehern, von Computern, von Druckern und Faxen. Hier kann man sehr viel Energie verschwenden oder eben durch die Verwendung einer einfachen Steckerleiste mit Schalter sehr viel Energie sparen. Zurück in der Küche gibt es natürlich noch reichlich Möglichkeit, Energie zu sparen. Die Haushaltsgeräte, sei es ein E-Herd oder auch ein Kühlschrank. Hier gibt es die Möglichkeit, wenn die Geräte sehr alt sind, dass sie Energiefresser werden. Unsere Empfehlung, kurz messen, was der Stromverbrauch ist und dann ist oft das Ergebnis tauschen. Denn neue, hocheffiziente Geräte kommen locker mit einem Drittel der Energie aus. Also bei der Energieberatung ist dann rausgekommen, dass man natürlich auf einige Sachen achten kann. Wir haben im Haus schon sämtliche Glühlampen auf LED-Lampen getauscht. Ich habe zum Beispiel einen ganz alten Gefrierschrank gehabt, den habe ich schon ausgetauscht auf ein neues Gerät, auf ein energieeffizientes. Ich habe mir hochwertiges Geschirr gekauft. Ja, eigentlich solche Sachen. Und ich habe jetzt geschaut, dass wir diese ganzen Standby-Sachen, die wir im Haus wirklich gehabt haben, von Drucker bis Fernseher, also dass wir wirklich Steckerleisten kaufen. Kommen wir jetzt zurück zur Auflösung unserer Challenge Aquarium und Pool. In diesem Falle hier, in diesem Haus, ist das Aquarium der größere Energieverbraucher. Warum? Ein Aquarium hat natürlich Heizung, Licht und auch eine Pumpe, die alle Strom benötigen. Es ist aber auch eine Frage der Größe des Aquariums bzw. der Größe des Pools. Also es heißt nicht immer, dass Aquarium verliert, aber hier war das Aquarium klar der höhere Energieverbraucher. Und es hat meinen Mann sehr geärgert und es hat mich sehr gefreut, dass ich das letzte Wort gehabt habe und die Challenge gewonnen habe.